Ja, ich denke, ich weiß, das ist eher kein Problem. Aber wir könnten Stück zu Base und schlafen gehen, weil es der eklig in der Nähe ist. Könnten wir machen, ja. Wenn nicht irgendwelche Viecher wieder auftauchen, das ist auch wieder so dumm. Warum greifen die denn ständig dauerhaft an? Das ist so, als hätten die irgendwie... Na, ich weiß nicht. Ich mochte das bei The Forest 1 schon nicht und hier haben sie halt von Anfang an den Kack mit eingebracht. Naja, dann gehen wir mal nach Hause. Pennen eine Runde. Wir holen uns ein bisschen. Ach, da unten stehen sie wieder. Ich habe das einiges schon tot gemacht jetzt. Im Fallen. Trotzdem. Finde ich das dumm. Gehen wir mal pennen. Ja. Nachts siehst du ja nichts. Weiß nicht. Wenn der erste Teil nicht so billig gewesen wäre, klar, wäre es auch nicht so schick gewesen, aber hier 30 Euro erwarte ich mehr. Warte mal, ich hab noch ein bisschen Raw Flash. Ich auch, deswegen mach ich's gleich an. Mach doch einen extra Platz, wo du die ganzen Fleischen reinwerfen kannst, weil jetzt ziehen wir das Fleisch nicht mehr. Hängt doch ans Dry-Ding, wir haben doch da noch Zeug. Aber ich glaube, Braten ist, glaube ich, besser. Nicht, dass ich wüsste. Klar, du musst bei... getrockneten Zeug musste was trinken, aber wie gesagt, trinken ist nicht das Problem. War schön, dass sie hier das mit eingebracht. Schneebären? Lindenlaufgeschoss? Okay. Ganz viel Fleisch. Hast du noch Fisch? Brauchst du noch Fisch? Weil hier mehr. Nö, ich hab alles, was ich brauche. Ich brauche eigentlich gar nichts. Mal ein bisschen was kann ich noch mitnehmen. Aber ich habe auch noch andere Sachen, also.
Ich weiß halt nicht, was getrocknet ist und was frisch ist. Kannst du einfach aufheben und dann siehst du ja. Ich müsste eigentlich. Passt schon. So, lass uns mal gucken, wo wir als nächstes lang müssen. Geradeaus in diese Richtung. Kommst du mit, Justin? Jo, Sons of the Forest. Welches Game habe ich noch nicht gesehen? Für einen 10er, ja, für einen 20er, so gerade so. Aber wie viel haben wir bezahlt? 28, ne, für den Dreck. 29. 29 Euro für so ein unfertiges Spiel. Es gibt was Schlimmeres. Fallout 76. Ja, das ist aber, das ist glaube ich free to play. Nein. Das muss man, was, das muss man kaufen. Ob es jetzt free to play ist, weiß ich nicht. Aber es war zu kaufen. Ich finde es aber interessant, dass sie Quickslot so schnell nachgepatcht haben, so als hätten sie es zurückgehalten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir innerhalb nach Release von 2 Tagen dann, oh, wir bringen jetzt Quickslot mal schnell ein, das ist dumm. Oder vielleicht hat es einfach nicht in die erste Version geschafft gehabt. Ah, hier ist ein Bild zum Auspacken. Das ist was? Hier kannst du Sachen looten. Ach so. Vielleicht findest du was sehr Gutes. Batterien sind voll. Druckertinte und C4. Warte mal. Nee, ich hab keinen. Was denn ist noch weit hinten? Ich hab keine Ahnung, was der macht. Der sucht seine Schnitte. Da will nicht mitkommen. Ich gehe mal schon mal zum grünen Punkt weiter. Nee, den Grünpunkt brauchen wir nicht. Das ist was zum Ausgraben. Ja. Wir müssen jetzt erstmal direkt die Höhlen abgrasen, damit wir die scheiß Schaufel finden. Und dann können wir ganz entspannt alles abgrasen. Der grüne Punkt ist halt fast auf dem Weg. Da schau ich mal kurz vorbei. Weil letztes Mal war dieser grüne Punkt erst da, wo der Zucker ist. Ja, dann müssen wir sowieso vorbei. Du willst unbedingt die Flasche haben, ne? Und mir weitere Pfeile drucken lassen. Ja, gedruckte Pfeile kann ich dir geben, davon habe ich auch noch eine Menge. Aber Hauptsache Dingsbums, ne? Hauptsache Jahreszeiten. Gegner-Balance sind. Wer braucht das schon? Wir brauchen Jahreszeiten. Wir sind an dem grünen Punkt vorbeigelaufen. Wer braucht denn schon Gegner-Balancing? Wer braucht denn schon eine begrenzte Anzahl an Monster, die spawnen können? Wer braucht denn schon Gameplay, dass man was spielen kann? Dass man was erkunden kann, ohne gleich 50.000 Sachen zu, ohne gleich irgendwie sterben zu müssen. Hauptsache Jahreszeiten. Entschuldigung, tut mir leid, wenn ich das Game jetzt ein bisschen so extrem rage. Hast du dir schon was gedruckt? Irgendwie lässt sich gerade. Ist der Computer gerade aus? Und wenn der Computer aus ist, kann man nicht auswählen, was man drucken möchte. Ah. Ich habe jetzt eine Trinkflasche für dich gecraftet, damit du endlich Ruhe gibst.
Hier sind noch Kohlefaserpfeile. Ja, habe ich schon aufgesammelt. Okay. Klebeband! Eine Maske soll man auch am besten auch machen, weil das schützt ja auch gegen Eingeborenen eigentlich. Und wir haben ja genug zum Drucken. Ich finde mir nicht die Maske weg, weil ich glaube, Maske habe ich noch keine. Ja, dann nimm sie doch. Wir können drucken jetzt eh doch mehrmals. Warte mal, wenn du etwas druckst, können wir das alle nehmen oder ist es nur dann, wenn ich es nehme, ist es weg? Nein. Soll ich nochmal eine Maske drucken? Ja. Okay. Justin, sag mal Bescheid. Maske hat am besten. Bitte? Ja, ich würde gerne wissen, ob der Justin eine Maske hat. Ja, der hat eine Maske in der Hand. Okay. Ob das deine war? Weiß nicht. Es gibt mir in anderen Hüllen aber auch noch 3D-Drucker, meine ich. Und was gibt's denn sonst noch? Enterhaken. Schon vorgesorgt beim ersten Mal, okay. Ich hole mal ein bisschen Tech-Rüstung für mich. Ja, am besten alles von einem. So, jetzt kann der Justin sich eine Tech-Rüstung nehmen. Wenn ihr Tinte habt, ruhig voll machen. Tech-Rüstung können wir uns richtig voll machen, weil alles andere ist ja. Ja. Was denn? Nimmst du? Du dir auch. Wunderbar. Wir hätten jetzt genommen. Ich nicht. Gut. Versucht mal voll zu machen, wenn ihr könnt. Wenn ihr Dingsbums habt. Ich glaube, da muss er werden, das glaube ich nicht zu machen. Oh, Entschuldigung, mein Fehler. Weil ich habe ja nichts zum. Also, ich habe jetzt meine gesamte 3D-Drucker-Dingsbums da reingesteckt. Nimm du, Andi? Ja, warte. So, hab was. Ich hab nichts mehr. Ich glaube, ich hab die ganze schon am Anfang befüllt gehabt. So, was brauche ich noch? Draht, das da, das da. Das da und. Du kannst auch die Farbe von deinem Licht in dem Inventar ändern. Ich weiß. Ja. Braucht jemand noch Tech-Rüstung? Braucht jemand noch. Hat jemand noch Tinte? Nee, Tinte habe ich keine mehr, glaube okay. Ich. Da kommt ihr aber, glaube ich, links oben, aber. Wie viel Rüstung habt ihr denn insgesamt? Bisschen über die Hälfte. Aber ich habe noch eine Mutantenrüstung auf Lager und noch das neue Moderne noch nicht genommen. Und soll sich der Justin das nochmal nehmen? Dann nehme ich mir nochmal eine Portion oder zwei und dann können wir die aufteilen. Mir fehlen noch zwei Stück jetzt. Welche Dosen brauche ich für die Rüstung? Tech-Rüstung brauchst du. Pechmech. Dann brauchst du die Leiterplatte. Batterien. Batterien. Draht. Und dieses Klebeband. Na komm, die nehme ich jetzt noch mit, wenn jemand braucht.
kann er so haben. Ich kann es mir gar nicht craften, weil mir fehlt dieses, das erste, diese Platine. Eine Platine habe ich, mir fehlt einfach Klebeband noch. Klebeband habe ich. 5 Stück habe ich. Oha. Ich geb's dir. Jo. Kann sich jemand nochmal Festrüstung nehmen, wenn er braucht? 1, 2. Danke dir. Ich bin nochmal genommen. Der erste Sammler. Also ich habe nichts mehr, was ich da rein buttern kann. Wäre jetzt auch egal. Da gibt's nicht viel. Da waren wir ja schon ein paar Mal. Dann lass uns zur nächsten Höhle gehen, die wir besuchen müssen. Ja, aber mit Mutanten sind wir eigentlich relativ gut zurechtgekommen, glaube ich, oder? Ja, ging so. In der Höhle. Ging so. Ich find's trotzdem zu viel. Ich hab keine Ahnung, was der Justin da jetzt gerade macht. Was machst du denn da? Geh jetzt durch oder lass mich vorbei? So, wollen wir mal. Ah, der Besuch. Natürlich. Vielleicht sind wir Besuch. Oder wir können nochmal weiterlaufen. Mir egal, der Besuch geht mir so auf den Sack. Yay, Klebeband. Aber kein Pechding drin. Fuck. Na, ist egal. Bin echt mal gespannt, ob wir das hinkriegen.
Willst du nichts sagen, aber was schreibt denn die da die ganze Zeit? Komisch. Da ist noch ein Seil hier liegen. Hast du das schon geholt? Ja, ihr habt's schon. So. Lass ihn einzeln machen, sonst könnte sich jemand gleich verstecken. Weil ich finde es gut, dass ich einen Dosenöffner gefunden habe. Dann können wir die ganzen Dosen öffnen. Ja, da können wir uns Katzenfutter reinpfeifen. Lecker. Bevor wir verhungern? Besser als nichts. Ehrlich. Auf Schädel. Hier noch was zu öffnen, weil es läuft stark. Ich glaube, der Graf macht das. Und am besten erst looten, wenn alle jeder fertig ist. Weil die brauchen die Rüstung. Ich stehe beim ersten. Da fangen wir an. Mach ich der mal an, der macht jetzt hier. Nee, ich konnte da nichts mehr. Ich ging dann. 3, 2, 1. So, der nächste wäre hier wahrscheinlich. Ja. Nö. Keine Ahnung, ob der was. Hä? Ich stehe auch auf dem Garde. Den kann man noch looten von mir. Ja. Wollen wir was probieren? Da hinten steht noch einer. Nicht bewegen, nicht bewegen, wenn da jemand was. Oh, hier gibt's Heilsachen. Schon mal wieder kommen? Oder? Nee, schade. Ihr könnt draufhauen. Ich dachte, ich könnte da mit einem One-Shot oder so da was machen.
hier meine Rüstung. So. Fang an. So, da können wir gleich was anziehen. Na, ich hab hier einfach. Jetzt bin ich voll, aber auch leer im Inventar. Mir fehlt eins noch. Achtung. Darum kümmere ich mich. Du wolltest mit einer Art draufhauen. Ich hau da eine Zeitbombe drauf. Geh weg, 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 noch. Beide weg. Weg, 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 weg. Ja. Ganz viel Fleisch. Ja, das können wir alles nicht essen. Das Feuchte sind wieder viele wahrscheinlich. Drei, zwei, eins. Ich muss eigentlich nur zeitgleich von aber schlagen. Meine Animation, das kann die anderen auch noch mit reingehen. Okay. Warte mal, irgendwie ist das dran. Wir werden angegriffen, warte, nicht mehr looten. Achtung, jetzt ein kleiner. Noch einer. Oh Mann. Erst hier den, da wo du jetzt stehst, Adriano, zuerst. Ja, den hier. Oder? Man kann ja noch rechts hinkommen. Jetzt hier den, der bei mir steht. Ja. Und jetzt hier hinten den. Den kann ich noch. Hier, der geht noch. Meine Rüstung ist sowieso ziemlich down. Da kommt noch einer. Mit dem angefangen mit eigentlich nur Rüstung. Das ist eigentlich schon ganz gut. Er ist tot. Und bei mir steht er noch. Ja, ich weiß. Hier ist ein Seil. Hier ist noch einer. Angeblich, ja. Wenn ich das Symbol bekomme, dass ich looten kann, glaube ich, ist er tot.
schon was zu essen gefunden? Tagesration? Meins ist voll. Kann ich dir mehr meins geben, dann kann ich wieder looten. Wie, wo, was looten? Was meinst du? Nee, ich esse auch noch was, dann kann ich auch wieder aufheben. Weil meine Ration war voll. Achso. Ja, ich hab's direkt gegessen, weil, glaube ich, auch voll war. Ja. Keine Ahnung. Ja, ist ein Krabbler, den wir schon. Sagen, was du willst. Ich finde, das Feuer bringt's voll. Ja. Ja, also ich kann nicht genau sagen, wie viel Schaden es macht, aber es scheint was viel zu bringen. Auf jeden Fall. Ja, vor allem, weil es, glaube ich, eine Weile halt Schaden macht. Wahrscheinlich, hier sind hier die ganz kleinen. Die will ich auch. Und noch. Babys, ne? Weißt du, die haben. Das haben sie von der Forest übernehmen können. Aber die Balance? Nö. Das finde ich halt immer so schade. Die Gegner, die können sie alle ohne Probleme einfügen. Aber so das die Game Quality haben sie verkackt. Diese Noobs. Ich muss Schluss drin nachlegen. Schade. Du musst was? Rüstung nachlegen. Ja, ich habe auch ein bisschen aufs Maul. Rüstung ist voll und hab 4 noch im Lager. Ich habe 3 im Lager, aber ich kann noch eine Tech-Rüstung machen. Muss aber mal wieder was trinken. Mein Trink ist noch bei 75%, sagen wir so. Ja, ich habe nichts mehr. Bedeutet, gleich Wasser trinken. Aber das Höhlenwasser trinken kann. Warte auf den Justin. Der kommt jetzt schon. Hier sind Kisten. Hier ist ein Gegner. Einer. 3 Gegner. Nicht looten? Nee, noch nicht. Wir sind noch am Kämpfen. Also.
Das ist, glaube ich, tot. Da ist noch einer. Noch eine andere. Nicht hier drauf. Boah, jetzt haut ihr. Entschuldigung. Ich hab noch volles Leben ohne Rüstung. Ja. Hier. Na gut, ausschalten. Oh. Doch, hier ist noch. Hier hinten war noch einer. Ah, jemand ist voll. Mit Handen ist noch bei jemandem voll gewesen. Also, ich hab 7. Jetzt hab ich. Hier ist noch einer. Da ist noch was trinken. Wo? Bei mir jetzt. Oh. Gut, dann lass uns gehen. Nee, hier ist noch einer. Ja, ich bin aber voll. Gut, lass uns mal reden, dann kann ich vielleicht noch was mitnehmen. Du lässt ja auch nochmal fallen, wenn es voll ist. Nein, ich müsste voll sein. Ich habe. Hier wird 10 Stück. Also du kannst 10 nehmen? Ja, ich habe 15 da jetzt dabei. Ich habe jetzt 8. Ja komm, passt schon. Also rüstungsmäßig kommen wir gut klar. Ja. Ich habe trotzdem die schiere Anzahl ein bisschen übertrieben. Also 10 ist das Maximum. Okay. Muss ich mal gucken, wie viel ich hab. Ich hab jetzt keine Meldung bekommen, dass ich voll wäre. Ja, doch. Hallo Steve, grüß dich. So, gut. Noch auf dich, Andi. Warte mal. Es ist so viel angenehmer, wenn Justin vorläuft, weil ich einfach ihn mehr sehe. Aber Alter, Justin, dreh dich mal rum. Willst du ja nichts sagen, aber du siehst sehr fleischig aus. Ja, ich auch. Du auch. Oh. Das ist die Mutantwürstung. Ja, bei den Bildes muss man halt echt aufpassen. Die machen vielleicht auch keinen Schaden, aber. Oh doch. Ich habe jetzt eine Mutantenrüstung verloren. Looten. 2 habe ich verloren. Also ich habe einmal. Ich wurde zweimal getroffen und nur eine Rüstung verloren. Haben wir nicht von hier? Sonst wären auch die Babys nicht da gewesen.
Also hier müssten wir auf jeden Fall den Seilwerfer finden. Auf diesen Seilwerfer kann man dann auch dann Baumstämme transportieren. Auch, ja, aber ich will ja eigentlich erstmal mit dem Seilwerfer die Schaufel finden und dann können wir den ganzen Kram mal abklimmen. Abzweigung. Warte mal, lass ich mal ganz kurz überlegen. Ja. So, in dieser Höhle findet ihr den Seilwerfer. Nicht ganz ungefähr, da trifft ihr auf viele Feinde. Seilpistole. Findet sich im Norden der Karte in einer Höhle direkt südlich vor der Absturzstelle. Ja, toll. Müssen wir testen. Aber ich glaube... Bitte? Aber ich habe das Gefühl, dass wir da irgendwie eher durchs Wasser müssen. Ich glaube, so richtig viel falsch kann es hier, glaube ich, nicht machen. Ja, aber wir laufen dabei ein bisschen zurück, aber schlimm. Ich glaube, da können wir sich durchklitschen, aber... Wie geht's, wie steht's, Steve? Ich wette mit dir. Ups, Entschuldigung. Das passiert, wenn man sein Kind in den Biomüll wirft. Baut euch das gleich nach der Lücke ein. Warte. Ja. Ich will mal was probieren, aber ich glaube, das funktioniert nicht. Ich kann durchkommen. Er ist down.